Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen heute weiter mit der Suche nach einem Gebirge. Und zwar habe ich mich jetzt doch mal wieder umentschieden. Wir machen hier hoch zur Insel des Todes und gehen hier rüber und schauen dort mal. Ich hatte zwei nette Kommentare. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Einerseits über die Nebellande. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen belesen dazu. Also die Nebellande können wir an sich bereisen. Die sind noch nicht bestückt mit Gegnern. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich habe schon mal ein paar Tränke eingeschmissen. Beziehungsweise eingepackt. Wir haben alles repariert. Wir haben alles fürs Boot dabei. Holz für eine Werkbank. Sieht eigentlich gut aus. Müssen wir mal gucken. Das war doch die Schlange, ne? Hier. So, also die Nebellande können wir mittlerweile oder können wir noch bereisen, weil da sind noch keine Gegner. Das kommt wohl erst... Oh, oh. Okay, erstmal relativ ruhig. Ein paar Gegner sind am Start. Ich würde die trotzdem ganz gerne wegmachen. Oder? Oh, die lassen uns gerade in Ruhe. Hier stehen immer noch zwei Flöße rum. Geil. Ah, ein Schlundi. Der muss weg. Wie sieht es denn pfeiltechnisch eigentlich aus? Ja, ist okay. Ist natürlich auch interessant. Ich rüste schon mal die Frostpfeile aus. Für den Fall. Ah, wie viel Schaden machen die denn? 26 stechen. 27. Okay, nimmt sich nicht so viel. Dafür haben wir Eis noch mit drin. Weil die Schlange war auf jeden Fall hier irgendwo. Ich glaube hier oben oder so. Naja. So, ich fange zum dritten Mal an. Ja, die Nebellande sind noch nicht bestückt mit Gegnern. Das kommt erst in irgendeinem Update. So wie es scheint, kommen da wohl irgendwann mal Spinnen oder irgendwie sowas, weil man andauernd so Spinnennetze und so ein Zeug findet. Boah, ich habe mich gerade vor diesem Rot erschrocken. Ich dachte, hier greift mich irgendwas an. So, jetzt lasst mal überlegen, wo wir das am besten platzieren. So. Ja, ich denke, das war ganz okay. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr für ein Portal einstecken, ne? Ah, da kommt schon wieder der erste Sumpfbewohner. Moin, meiner. Grüße dich. Hab ich die ganze... Ja, wir brauchen nochmal Sachen für ein Portal. Jetzt habe ich wieder Angst um mein Schiff. Ich will das hier nicht stehen lassen. Ja, also bei den Nebellanden, das kommt erst irgendwann in Zukunft. Wahrscheinlich Spinnen, da können wir gucken. Und da gibt es wohl auch Gebirge, was wir besuchen können. Das hatte ich mit dem Kommentar stehen. Also war es vielleicht doch ein bisschen dumm von mir, pardon. Das war dann einfach so... Ja, die Vorsicht halt. Weil ich kannte mich noch nicht aus mit dem Gebiet und bevor ich mit euch da drauf gehe und da kommt ein was angeflogen, was uns direkt tötet, dachte ich mir, wir meiden das lieber mal. So, jetzt lasst uns mal ein bisschen beeilen. Wir brauchen wieder... Ja, wir brauchen ja wieder alles doppelt, ne? Ah, 20 Augen. 20 Augen, ich glaube. So, dann brauchen wir 4 Suttlingkern. Ja, geil. Das heißt, wir müssten hier ein Portal umbenennen, was wir nicht mehr brauchen. Ah, lalalalalala. Was macht man jetzt? Wow, ich gehe mal kurz hier durch. Ich will mal eben fix schauen, wo wir die Holzsammlu hingepackt hatten. Ah, die stand jetzt hier im Gebirge. Mach uns hier mal eine Markierung. Ich sag mal, das Portal brauchen wir erstmal nicht in Zukunft. Zumindest nicht so dringend. Dann haben wir jetzt erstmal eine Markierung, können das später wiederholen. Und reißen das Ding hier ab. Und haben nochmal das Zeug. Gut, also brauchen wir jetzt noch 2 Kerne. Moment. Nochmal 20 Edelholz, ne? Ach, komm schon. Dann müssen wir es doch doppelt bauen können. Genau, 10 Augen passt alles. Wir haben sogar 10 Augen zu viel, aber das soll mich jetzt nicht stören. Wir hätten jetzt nochmal ausgeruht mitnehmen. Ach komm, wir holen nochmal fix ausgeruht. Wenn hier wirklich die Schlange kommt, bin ich um jeden Ausdauerpunkt dankbar, den ich habe. Um der irgendwie so viel Pfeile wie möglich in den Kopf zu rammen. Ja, noch ein Tipp zwecks meiner guten Vergesslichkeit mit den Portalen. Ich weiß, es ist manchmal ein ganz schöner Krampf und es tut mir auch leid, aber... Ja, der Tipp war entweder von 1 hochwärts zu zählen mit den Namen,
also Portal 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, oder mit ABC, dann kann man es zumindest nicht groß vergessen, sondern da ist halt immer, dass das letzte Portal dann die höchste Zahl ist. Finde ich ganz gut. Ich wollte ja eh schon mal Schilde hinhängen, gar keine Frage. Mit Bezeichnungen dazu, das heißt, es wäre prinzipiell, sag mal, es wäre prinzipiell egal, wie die Portale heißen, solange wir eine Beschilderung obendrauf haben. Überlege ich noch, ob wir es entweder so machen oder andere Überlegung war von mir, ich lege mir einfach mal einen Notizblock hin und schreibe es mir auf. So ein bisschen auf altmodisch halt. So, haben wir alles. Also, ich habe zwei Tränke mit. Ach, Schlundi. Ne, den müssen wir noch wegmachen, sonst haut er uns die ganze Zeit aufs Boot. Wir können jetzt noch mal kurz schauen. Aber das Boot ist noch voll. Kommt, Leute, Attacke. Ne, da ist noch ein Schlundi. Ah, und ich habe einen guten Frostpfeil verschossen. Ich Vollidiot. Das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Ach, habe ich... Nein, ich habe es falsch rum reingestellt. Verdammt. Müssen wir erstmal zurückpaddeln. Boah, ich bin echt gespannt. Jo, also danke erstmal an die ganzen lieben Kommentarverfasser für die Tipps. Hat mich sehr, sehr gefreut. Auch mit dem Boot, wenn wir das kleinkloppen und direkt hier am Mast stehen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich eure Kommentare einblende, weil die waren relativ lang und das nimmt immer so viel vom Bild weg und ist irgendwie schwierig, das ordentlich reinzupobeln. Deswegen seid nicht böse. Ich sage jetzt erstmal, was alles im Kommentar steht und guck's mir dann nach der Folge mal an, ob ich es irgendwie mit einbinden kann. Also, wenn wir hier am Mast stehen und das Boot klein kloppen, was ist denn jetzt eigentlich? Bei der Wind. Der Wind und da kommt schon wieder ein Schlundi. Verdammt. Sag mal, kommen wir gar nicht mehr gegen den Wind an oder was? Paddel doch vorwärts. Was ist denn los? Es passiert einfach nichts. Schön hier an der Insel des Todes mit dem Boot hängen bleiben. Gar kein Bock. Komm schon. Ja, also wenn wir am Mast stehen, das Boot kleinkloppen, dann sammeln wir auf jeden Fall alles ein, egal ob wir hier mitten im Wasser stehen. Hat er gerade meine Werkbank beschossen? Ich hoffe nicht. Ja, dann können wir alles einsammeln und andernfalls können wir auch Leitern bauen. Dann droppen wir ein bisschen tiefer ins Wasser, sollen dabei wohl auch noch E drücken. Und dann kommen wir etwas tiefer im Wasser rein. Ich glaube, der versucht, meine Werkbank abzuschießen. Aber er trifft nicht. Ja, so sollen wir das auf jeden Fall vermeiden können, dass wir irgendwie die Nägel und so verlieren. Danke dafür. Ich hatte es dir schon als Antwort geschrieben, hätte ich vor 50 Folgen oder so mal wissen müssen, als ich hier mein Schiff verloren habe. War es hier? Ich glaube. Naja, war sehr, sehr ärgerlich. Auf geht's, hier oben zum dunklen Wald, dann Gebirge erkunden und mal schauen, ob die gute Seeschlange wieder am Start ist. Wind ist nicht so ganz mit uns. Ich weiß nicht, ob es was bringt, Segel runterzumachen. Wir haben auf jeden Fall volle Rüstung. Frostpfeile aktivieren wir. Bogen ist in Ordnung und wir haben über 80 Pfeile. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Schlange zu besiegen, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß schon, mit der ganzen Technik, mit Harpune und dann Land ziehen und so, ist wahrscheinlich geiler. Aber ich wollte es jetzt auch nicht gleich übertreiben. Ich bin froh, wenn ich die überhaupt irgendwie gebändigt kriege. Ich denke, das kann man verstehen. Es wird schon wieder mega dunkel. Ich würde die eigentlich ganz gerne, vielleicht machen wir ein bisschen langsamer. Kommt nämlich auch schon dunkler Wald. Wohl, nee. Ebenen. Ja, ich mache mal ein bisschen langsamer, weil ich würde die gute Schlange gerne schon aus der Ferne erkennen. Damit wir bestenfalls schon ein paar Pfeile draufschießen können, bevor die überhaupt bei unserem Boot nagt. Jetzt sind wir wieder komplett im Gegenwind, dann können wir eh nicht schnell machen. So. Was war das? War das einfach nur eine Welle? Ich glaube ja, ne? Ich weiß gar nicht, was so die beste Taktik ist.
die Schlange jetzt kommt, die Segel runterlassen und weg vom Ruder, dass wir trotzdem noch mit dem Wind wegtreiben, dass die uns ein bisschen hinterher schwimmen muss oder stehen bleiben? Ich glaube, die ist halt eh schneller als das Boot. Gut, bei dem Großen weiß ich es noch nicht, aber... irgendwo hier muss sie kommen. Boah, das wäre so verdammt hart, wenn wir jetzt sterben. Dann haben wir hier mitten auf dem Meer wirklich alles liegen. Die beste Rüstung, Frostner, unseren Torga-Reißzahnbogen. Boah, das wäre richtig hart. Aber ich glaube, wir sind schon dran vorbei an der Guten. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Karte gucken, aber wir hatten die ja relativ weit zur Insel des Todes gelockt. An sich wäre es wahrscheinlich auch schlau, ein bisschen in Inselnähe zu sein. Dann können wir notfalls vom Boot runter und die von Land abballern. Ja, weil wir hatten die ja bis hier hingelockt und ich glaube, die kam irgendwo hier. Also von hier ganz oben habe ich die, glaube ich, nicht mitgezogen. Entweder hat sie sich verpisst oder wir sind irgendwie dran vorbeigefahren. Da vorne kommt das Land. Mit einem neuen Gebirge. Oh, oh, was hat da vorne gerade geleuchtet? Aber keine Schlange, ne? Nö. Einfach nur irgendwie so ein bisschen Inselsteinreflexion, was auch immer. Gut, wir haben es gleich. Perfekt. Hier vorne können wir doch schön andocken, obwohl... Moment, dort rechts kommen noch Steine und hier links auch. Vielleicht hier links durch. Ach geil, wir haben es geschafft. Wir sind mal wieder irgendwo am dunklen Wald und haben ein Gebirge in Aussicht. Ich freue mich sehr. So, und jetzt noch ein bisschen geradeaus wollte ich eigentlich gerne. Genau. Und dann können wir da vorne irgendwo anlegen. Nicht hier auch wieder Steine kommen. Ah, hier sieht es ganz schön flach aus. Weiß nicht, wollen wir gleich hier warten? Okay, perfekt. Ich hatte den Kommentar schon mal vor vielen Folgen, dass sobald wir vom Boot runterspringen, dass es stehen bleibt. Und ich wollte es gerade nochmal testen. Aber es stimmt. Ja, hier ist einigermaßen tiefes Wasser. Ich glaube... ja gut, vielleicht, wenn es wirklich kaputt gehen sollte, probieren wir das mal mit dem Leitertrick aus. Und reinspringen und so. Gott, hier ist ja gleich richtig was los. In welche Richtung müssen wir? So ungefähr in die hier. Weiß nicht, ob wir gleich mal Eiktür anhauen oder ob wir es im Gebirge machen. Ich denke mal, im Gebirge ist sinnvoller. Da können wir dann halt... also müssen wir halt eh durchrennen. Ach nö. Komm schon. Lasst mich doch in Ruhe. Hat er mich jetzt... nee, der hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Schlagwaffen müssten wir mittlerweile auch relativ hoch haben. Kommt jetzt hier nochmal Sumpf? Also, oh, oh Gott. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, Leute. Au. Au, au, au. Ich habe dich nicht gesehen. Du hast dich hier so in der Tanne versteckt. Ah, man sieht euch alle fast kaum. Ja, hier kommt doch das Gebirge. Ach nein, jetzt hat er uns nochmal vergiftet. Gut, wir haben es überlebt. Ich weiß, ich sammle zurzeit nicht immer die ganzen Sachen ein, aber wir haben auch eigentlich genug. Gut, die Innereien da unten hätten wir noch mitnehmen können. Da gebe ich euch recht. Aber naja, was soll's. Wir haben gerade eine andere Aufgabe. Ein Gebirge. Geil. Bitte lass das ein bisschen größer sein und bitte lass uns den Stein finden. Wir könnten natürlich prinzipiell auch Glück haben und generell den Altar finden. Da hatte ich vorher noch gar nicht dran gedacht. Ah, der Stein ist ja nur ein Hinweis, wo der Altar steht. Also könnten wir prinzipiell auch direkt den Altar finden. Also auch ein bisschen Augen danach offen halten. Boah, mein Magen knurrt schon wieder. Ich muss unbedingt was essen. Wir haben es, naja, 7.51 Uhr. Heute ein bisschen später als sonst. Och, Menno.
Lasst mich doch mal hier hoch. Als hättet ihr irgendeine Chance. Aber das sieht schon nach einem etwas größeren Gebirge aus. Ich bin zuversichtlich. Ach, ich hätte mir mal noch markieren können, dass wir hier irgendwo das Boot stehen haben. Ich habe doch so ein Talent, immer alles zu vergessen. Nein, 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 nein. Ja, perfekt. Hol dir erstmal ein bisschen Ausdauer. Ich habe schon wieder einen Wolf gehört. Irgendwo wartet einer auf uns. Oder es ist hier so ein anderes Vieh. Mal gucken. Herzlich willkommen im Gebirge. Es ist kalt, nass und sehr, sehr dunkel. Hallöchen. Moin. Ihr seid auf jeden Fall auch kein Problem mehr. Was ist denn da unten los? Wer bekriegt denn sich hier? Skelett mit Wolf? Und der Wolf macht doch einen Biss, oder? Ah, ein Drachen ist auch noch mit am Start. Ach, der gute Frostpfeil. Entschuldigung. Aber geil ist er schon. Komm, mein kleiner Freund. Zack, da haben wir's. Ist natürlich wieder richtig schlechtes Wetter, um irgendwas zu finden. Aber naja, das sind wir ja gewohnt vom Spiel. Sobald du nach was suchst, ist immer schlechtes Wetter, dass du gar keine Reichweite hast. Wir könnten mal noch hier Wünschelrute anhauen. Und gucken, ob wir noch irgendwas Schönes finden nebenbei. Also, nach Gebäuden Ausschau halten. Eiktür haue ich gleich an, sobald wir hier irgendwo mal ein bisschen gerade Fläche zum Laufen haben. Ah, ich habe keine Ausdauer. Weil jetzt hier Eiktür mitten beim Springen macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Aber ich denke, wir sind hier eh irgendwie falsch. Sieht zumindest danach aus. Komm schon, zurück mit dir. Dann laufen wir halt hier vorne oben lang. Da unten ist schon wieder so einer. Boah, den sieht man echt schlecht. Ich habe ihn getroffen, aber nicht erledigt. Den ich mal von ihm Lebensbalken. Och, Mensch, ich kümmere mich gerade um den anderen hier unten. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Oh, wo ist denn der jetzt? Hier, aber der hat irgendwie... Doch, jetzt hat er einen Lebensbalken. Treff ihn aber nicht. Sprungattacke! Oh Gott. Er denn für einen Move gemacht, bitte. So, her mit eurem Zeug. Kein Platz im... Och nö, echt jetzt? Das können wir mal lieber rauswerfen. Das Harz können wir mal rausschmeißen. Dann nehme ich lieber die Drüse mit. Also wir sind hier irgendwie ein bisschen falsch gelaufen, würde ich mal behaupten. Das ist nicht so wirklich der Weg, um aufs Gebirge zu kommen. Aber irgendwie sehe ich auch noch nicht so richtig einen Weg. Der Baum knickt fast um. So stürmisch ist das hier. Vielleicht klappt es ja hier lang. Sieht schon mal besser aus. Wünschelrute sagt nach gar nichts. Die hat heute keinen Bock. Ach schön, der Schneesturm weg. Perfekt. Jetzt können wir auch wieder was sehen. Jetzt lasst uns einfach mal Glück haben und irgendwo ein Gebäude finden. Da oben ist noch ein Drache. Relativ weit oben. Vielleicht haben wir auch Glück, dass dort irgendwo ein Altar ist, den er bewacht. So, Wölfe da hinten ohne Ende. Euch möchte ich aber nicht. Aber hier ist dann doch schon wieder Schluss, ne?
glaube, hier ist nichts. Menu. Müssen wir nochmal nach weiter oben gucken. Jetzt werden wir die Wölfe gleich anlocken. Oder vielleicht haben wir Glück. Naja, ich versuche die erstmal außen vor zu lassen. Wir müssen die nicht unbedingt besiegen, wir haben genug von Wolfszeug. Ich glaube, er hat uns mitbekommen. Schade, aber Ausdauer ist eh fast, also ausgeruht ist eh fast zu Ende. Folge ist auch zu Ende. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen nächste Folge nochmal fix nach Hause, Inventar leeren, Ausbrutskill holen und dann geht's ja weiter auf die Suche. Dann Abo dalassen, Like dalassen und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.